Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News heute. Heute wird es richtig interessant, denn wir sprechen, ja, ich weiß, über Kim Virginia, aber über einen Umstand, den wir so von ihr noch nicht gehört haben. Kim Virginia hat genug. Sie holt sich jetzt juristische Hilfe und geht sowohl gegen Hater vor, aber auch gegen diverse Trash-Seiten und sieht hier das große Geld auf sich zukommen. Wir werden das Thema mal besprechen, wir werden uns die Story von ihr anschauen und ich werde auch meine Einschätzung dazu geben, wie erfolgreich das alles denn so sein wird. Vorerst sollte man wissen, grundsätzlich, wenn einem Menschen Unrecht widerfahren ist, dann hat er natürlich auch das Recht, sich juristische Hilfe zu holen. Das sollte eigentlich allen klar sein. Und vielleicht noch als kleine Vorgeschichte, wir hier bei Danny's Trash Highlights haben uns dazu entschieden, diese ganze politische Debatte, die Kim selbst ins Rollen gebracht hat, nicht aufzugreifen, nicht zu besprechen. Genauso auch diese Straftat, die mit dem Thema zusammenhing, weil wir hier ein Unterhaltungskanal sind und bei der Berichterstattung bei solchen Themen dieses gerne den Profis überlassen. Das heißt, wir haben uns hier rausgezogen. Jetzt bei diesem ganzen Ich gehe gegen die Hater vor Thematik kann ich meine Meinung dazu sagen. Ich kann meine Berichterstattung denn hier bei Kim Virginia fortsetzen. Denn es ist klar, dass Kim hier eine Welle der Entrüstung erzeugt hat. All das heute hier in diesem Video. Wenn ihr sagt, Mensch, Danny, vielen herzlichen Dank, dass du die Unterhaltung in den Vordergrund bringst, dann fühlt euch herzlich eingeladen, euch dieser mittelgroßen Trash-Familie anzuschließen. Teilt gerne diese Videos. Ich freue mich sehr über jeden Neuen, der sich uns hier anschließt, meine Lieben. Gut, Kim Virginia seit einiger Zeit immer wieder in den Schlagzeilen, oftmals selbst erzeugte Schlagzeilen. Das heißt also, man tut etwas, dann wird drüber berichtet. Das ist natürlich ein sehr undankbarer Job, denn man erntet natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, die einige Leute nicht so gut finden. Und bei Kim weiß man, Kim hat relativ viele Hater. Diese Hater sind aus diversen Formaten zu ihr übergelaufen, weil Kim sich ja immer sehr, sehr kontrovers öffentlich äußert und entsprechend auch wirklich zum Teil, wie soll man das sagen, Situationen hat und ausführt, die halt bei vielen, vielen Zuschauern für Frust sorgen. Und hier meine ich zum Beispiel diese ganze Thematik mit Max Bornmann, dieses angeblich gefakte Zusammensein mit Tim, welches eine Rolle spielt. Dann haben wir, wie gesagt, diese Ohrfeige mit Max Bornmann gehabt. Dann haben wir diese ganze Eskalation mit Mike, mit Layla. Also Kim liefert und entsprechend, das ist so meine persönliche Meinung, wenn man sehr, sehr viel pflanzt, braucht man sich nicht wundern, wenn man irgendwann erntet. Und wir gucken rein in die Story von Kim und wie sie jetzt nun gegen den Hate vorgehen möchte. Wie gesagt, ich schätze das alles ein bisschen ein, Feuer frei. Also, heute haben allerlei Gespräche stattgefunden, obwohl ich heute eigentlich nur mal chillen wollte. Ihr seht ja schon, das ist mein Outfit of the Day. Da bin ich auch heute nicht rausgekommen. Also, outfit-technisch ist das alles, was heute passiert ist. Aber ich hatte so viele Telefonate heute, einmal über das Format, was jetzt bald kommen wird. Das ist im Übrigen noch nicht so richtig bekannt. Einige sagen, Beauty and the Nerd könnte dieses Format sein, wo sie wohl mitmacht. Das würde zeitlich passen mit ihrem Urlaub, den sie da gemacht hat. Wir wissen es noch nicht so ganz genau. Also da, das habe ich euch ja schon gesagt, das wird was. Und dann hatte ich noch Gespräche über neue Formate. Was da jetzt gerade so in Planung ist, man muss ja immer sehr, sehr, sehr früh planen für neue Formate. Deswegen sind da heute noch sehr, sehr viele Gespräche gewesen. Und dann hatte ich eben noch ein Gespräch mit meinem Anwalt, weil you can fuck with me, but not with my family. Oh mein Gott, das hat sich auch noch gereimt. Oh nein. Aber ihr wisst ja, was meine Devise ist. Always look on the bright side of life. Also, Schatz, du kannst dich neu erfinden, du kannst mal kurz auf die Schnauze fallen, dann musst du aber wieder aufstehen. Also aufgeben ist nie eine Option, besonders bei mir nicht, ihr kennt mich. Ich hoffe, das kann ich an euch auch immer weitergeben und ich sag euch, die Haters, die habe ich mir jetzt mal im Ärschle gepackt. Also der ein oder andere, der übertrieben hat, wird auf jeden Fall die nächste Zeit einen Briefle erhalten. Da kann man sich ein bisschen drüber Gedanken machen, wen meint sie, wer sind diese besagten Haters? Wenn man bei Kim auf ihrem Profil sich so ein bisschen umschaut, dann sieht man schon, dass da eine Menge in den Kommentaren los ist. Zum Teil auch wirklich Dinge, wo ich sage, davon nehme ich auch Abstand. Das ist dann keine faire Kritik mehr. Das sind denn dann heftige Beleidigungen, Äußerungen. Das geht schon dann alles wirklich in eine ziemlich üble Richtung. Allerdings sagt sie jetzt hier, Zitat, ich sage doch, Hater sind wichtig, sonst machst du was falsch. Sie sagt jetzt auch selbst, Zitat, sie hat jetzt die Hater am Ärschle genommen und wird jetzt gegen sie vorgehen. Und das ist schon ein spannender Umstand, denn grundsätzlich kann sie keine
Sammelanzeige machen. Das funktioniert nicht. Sie kann sich wirklich, so wie sie es auch sagt, nur einzelne Personen rausgreifen, die sie, wie sie meint, persönlich meint, angegriffen haben und sich strafbar gemacht haben. Das kann man im Übrigen, das ist mal ganz interessant vielleicht, man macht sich im Übrigen sehr schnell im Internet strafbar, ja. Wo bei einigen das nur eine Meinung ist, kann es dann halt schon zu einer Beleidigung werden. Das ist ja auch das, was ich mal sage, bleibt bitte höflich und freundlich in den Kommentaren, denn das Internet ist kein rechtsfreier Raum, auch wenn es der Justiz sehr schwer gemacht wird im Internet. Aber rechtsfrei ist dieser Raum hier nicht. Und ich kann das verstehen, dass Kimi diesen Anspruch hat, gegen ihre Hater vorzugehen. Das kann ich schon verstehen. Das kann ich auch bei Dani Büchner verstehen. Aber man muss halt differenzieren, was ist Hate, was ist Kritik. Ich denke mal, viele wissen, dass Hate dann schon wirklich heftige Beleidigungen sind. Das heißt also, wo ich hin möchte, Kim muss sich denn dann jetzt besagte heftige beleidigende Kommentare und die User rausgesucht haben und denn auch zumindest das Glück gehabt haben, dass diese Personen irgendwie ein Impressum haben. Ansonsten ist es fast nicht möglich, gegen diese Menschen im Internet vorzugehen. Man müsste denn dann quasi über den Anwalt an Instagram herantreten und also über an Meta. Dann muss man hier die Login-Daten der besagten User ausfindig machen und. Das ist quasi zum Scheitern verurteilt. Aber wir hören mal weiter rein. Und keine Sorge, der Batzen Geld, den ihr mir zahlen müsst, wird in einen guten Zweck gespendet. Mich. Nein, Spaß. Also es wird wahrscheinlich ein guter fünfstelliger Betrag, den ich da von meinen Hatern bekomme. Und da kann ich sehr viel an Palästina einmal spenden. Also wie gesagt, ist schon ein guter Zweck, aber auch an mich. Denn am Mittwoch ist ein riesengroßer Termin. Und dann werdet ihr auch wissen, warum ich den ein oder anderen Groschen demnächst gebrauchen werde. Ah, und die ein oder andere Trash-Seite hat sich da auch ein bisschen verfriemelt. Also erst einmal dieser große Batzen Geld. Ich glaube, sie spricht hier von einem fünfstelligen Betrag. Das wäre so alles ab 10.000 Euro. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Kim hier direkt meint, welche Beleidigung, welches... muss man auch die Frage sich stellen, ist es jetzt eine Straftat, ist es eine Ordnungswidrigkeit, aber ab 10.000 aufwärts, im Gesamten denn dann oder pro Person, das ist mir auch nicht so ganz klar. Grundsätzlich kann ich mir nicht vorstellen, dass wenn das alles überhaupt einen Erfolg hätte, dass man denn dann diese Summen überhaupt zustande bekäme. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Da können wir auch noch einen Brief hinschicken. Schatz, ich mache das jetzt wie bei Harry Potter. Erste Folge, Episode, Film, wie auch immer das heißt. Ihr wisst, welche Stelle ich meine. Ja, da muss ich ehrlich sagen, bei Trash-Seiten auf Instagram bin ich persönlich raus, weil ich einfach keiner folge. Das hat auch gar keinen besonderen Grund. Ich selber bevorzuge mich halt wirklich selbst zu informieren und das halt über zitierbare Quellen, zum Beispiel jetzt alles, was in der Öffentlichkeit, also Boulevardpresseartikel etc. und halt über die... Trash-Protagonisten selbst. So, das heißt, das ist schon sehr interessant, dass sie jetzt auch hier gegen Trash-Seiten vorgehen möchte. Trash-Seiten müssten eigentlich, wenn sie denn mit ihrer Seite Geld verdienen, auch ein Impressum haben. Das wäre dann schon erfolgsversprechender, wenn denn dort wirklich etwas passiert ist, was juristisch relevant wäre. Aber das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, weil ich keiner Trash-Seite folge und das nicht weiß. Wo die ganzen Briefe kommen, Schatz, ich habe die Eulen jetzt losgeschickt. Da guckst du, ohne... Links, rechts, weiß ich gar nicht mehr, wo ich gucken soll. Ich sag's euch. Also das wird ein Fest. Ich muss auch sagen, freut mich ein bisschen, weil die Leute finden das immer so lustig, Drohungen zu schicken und so. Und jetzt finde ich es auch lustig. Ja, also was Kim damit bezweckt, ist, dass sie auf jeden Fall jetzt in ihrer Instagram-Story droht und auch sagt, Haters, stopp. Jetzt gehe ich gegen euch vor und das ist ihr gutes Recht. Das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch, dass sie das macht oder dass sie das nicht macht. Nee, ich finde das gut. Soll sie hier einfach mal den Turbo zünden und sagen, so, ich gehe gegen euch vor. Was nun wirklich dahinter steckt und ob das wirklich Erfolg hat, das steht auf einer ganz anderen Seite. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Kim damit einen Fall schafft. Ich erinnere mich so, seitdem ich die Berichterstattung mache, dass es auch mal Dani Büchner geschafft hat, einen... sogenannten Hater zu verklagen, um es jetzt mal zu überdramatisieren. Das hat sie geschafft, da hat sie ihn aber auch ausfindig gemacht. Das war aber auch alles andere als leicht. Hier hat natürlich Kim jetzt eine große Hürde. Grundsätzlich muss man aber in diesem Zusammenhang, und das kommt in mein Abschlussplädoyer aber auch noch, muss man auch dazu sagen, Kim liefert halt auch extrem viel Fläche mit ihren Aussagen, mit ihrem Verhalten, mit ihrem ganzen Auftritt, was halt viele Menschen kritisieren. Und einige Menschen übertreiben denn dann. Und das ist denn nicht gut. Hören wir mal weiter rein. Jetzt habe ich den Witz verstanden, endlich. Immer wieder, ich glaube so heftig an Karma. Das war schon mein ganzes Leben lang so.
gerade wenn ihr auch jetzt gerade in der Situation seid, wo ihr denkt, boah, das ist so unfair oder mir wird hier gerade so Böses getan und das ist einfach nicht rechtens. Es wird immer, 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 immer Karma auf Menschen zukommen. Ja, ich verstehe nicht, was das mit Karma zu tun hat. Also ich verstehe, wenn man etwas Schlechtes schreibt, dass man dann etwas Schlechtes bekommt. Das wäre Karma. Aber warum ist das Karma, wenn sie jetzt selbst gegen die Hater vorgeht? Das hat ja nichts mit Karma zu tun. Das hat ja denn dann was eigentlich mit Gerechtigkeit zu tun, wenn sie im Recht ist. Das hat ja nichts mit Karma zu tun. Aber gut, das ist ja etwas, was also Karma ist ja diese übergeordnete Macht, die denn dann passiert, wenn man etwas Schlechtes tut, dass man was Schlechtes zurückbekommt. Aber Karma ist nicht, ich tue etwas Schlechtes, man sieht das, man geht zum Anwalt, zeigt die Person an und dann wird halt quasi eine Reaktion auf die Aktion vollbracht. Das ist dann Reaktion, Aktion. Aber gut. Immer. Deswegen macht euch keinen Kopf und auf kurz oder lang, ich glaube da sehr dran. Also in meinem Leben hat es schon immer funktioniert, wirklich. Ich überlege mir da auch was Feines für euch, da machen wir es uns alle nett. Ne? Die Haters finanzieren uns jetzt unseren schönen Lifestyle, ist doch auch schön. Und ja, am Mittwoch ist, wie gesagt, dann auch der krasse Termin, wo mir das Ganze auch zugutekommt. Und da nehme ich euch mit. Ich habe ein bisschen Bimmelbammel, wie gesagt. Ja, ist heute der besagte Termin. Ich weiß nicht, was es ist, aber es hat mich auch gar nicht so sehr interessiert. Hab dann auch dann hier die Story abgebrochen. Aber wir müssen das mal ein bisschen einschätzen. Also grundsätzlich, wie gesagt, man muss ein bisschen differenzieren zwischen, ich bin eine Privatperson und bin relativ anonym im Netz. Wie hoch sind die Chancen, dass hier so eine, nennen wir es jetzt einfach mal, Anzeige durchkommt? Diese Chancen sind äußerst gering, aber es ist nicht gänzlich unwahrscheinlich. Es kann passieren, wenn man denn dann hier wirklich die Möglichkeit hat, dieses Profil ausfindig zu machen. Entsprechend, man müsste, wie gesagt, entweder hat man diese Daten im Profil hinterlegt, oftmals ist das nicht so. Wenn man eine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, könnte man über die E-Mail-Adresse an den Provider herantreten, beziehungsweise könnte man über die entsprechenden Login-Daten das alles herausfinden. Das sind halt so ganz, ganz viele Umstände, die jetzt hier sehr, sehr viel Arbeit machen und die Kim auch erstmal sehr viel Geld im Voraus kosten würde. Das heißt, Kosten-Nutzen-Aufwand-Verhältnis würde bei mir hier persönlich in Kims Situation nicht passen. Aber wie gesagt, ich bin kein Jurist, das muss ich noch dazu sagen, ich bin kein Jurist, ich bin wirklich nur ein bisschen auf dem Gebiet, sagen wir mal, informiert, aber es ist gefährliches Halbwissen. Das heißt also hier, finde ich, sieht das für Kim schon etwas schwieriger aus und ich könnte mir eher vorstellen, dass man dieses Hater-Thema, ich zeige es jetzt an, nutzt, um einfach den Hate generell ein bisschen abflachen zu lassen, um einfach hier einen Warnschuss abzuliefern. So könnte ich mir das vorstellen. Und das ist aber ihr gutes Recht. Dann haben wir den zweiten Punkt, die ganzen Trash-Seiten, die es so auf Instagram gibt. Und wie gesagt, ich kann hier wirklich nicht sagen, welche besser, welche schlechter ist, weil ich einfach... Also ich kenne welche vom Namen, weil sie immer mal irgendwie aufgetaucht sind, aber ich kann hier nicht sagen, welche ist gut, welche ist schlecht, welche ist besonders schlecht, welche ist besonders gut und kann das gar nicht differenzieren. Fakt ist aber, wenn die besagten Trash-Seiten in Form einer Berichterstattung tätig sind und hier Unwahrheiten verbreiten, allerdings eine sehr große Reichweite haben, dann machen die sich natürlich auch strafbar, das ist das eine, und natürlich auch, wenn sie damit Geld verdienen, kein Impressum haben, ist das auch wieder etwas, womit man sich strafbar macht, und das sind alles abmahnfähige Verhältnisse, gegen die Kim sehr wohl vorgehen kann. Die Berichterstattung dieser ganzen Trash-Seiten, und ich will das gar nicht schlecht reden, weil auch so, was wir hier auf YouTube machen, kann ja auch seinen Raum auf Instagram haben. Ich finde das alles gar nicht schlimm, wenn Trash-Seiten berichten. Man muss halt nur an einigen Punkten sich ranhangeln. Und da sollte man einfach mal den Pressekodex recherchieren, was da so alles drin steht. Denn dieser Pressekodex ergibt, sagen wir mal, schon ein gute Lichter für die Landeplattform. Ja, gute Lichter, wenn man sich denn dran hält. Aber man darf halt auch keine Tatsachenberichterstattung machen. Und das ist etwas, was bei vielen Trash-Seiten schon ein bisschen auffällt, dass schon eine Tatsachenberichterstattung passiert von Tatsachen, die man eigentlich selber gar nicht weiß und die sich denn dann im Endeffekt dann doch als Fehler herausgestellt hat. Und das sind alles so Punkte, wo ich glaube, dass Kim, wenn sie hier eine Instagram-Seite, eine Trash-Seite am Popo hat, hier auch ein Impressum bzw. Nachweise hat, dann könnte es schon teuer werden. Vor allen Dingen halt auch, wenn diese Trash-Seite eine gewisse große Reichweite hat, weil man denn dann auch von einem Umstand spricht, dass man hier sehr viele Leute benachrichtigt hat und mit einer Falschinformation versorgt hat. Und nur eine Gegendarstellung zu posten, wird hier nicht ausreichen. Ich bin sehr gespannt, wie ich Kim einschätze, werden wir das alles auch erfahren. Nicht heute, nicht morgen, auch das muss jedem klar sein. Eigentlich ist so ein Schreiben eines Anwaltes, das ist ja dann eine Abmahnung, die ist ruckzuck da. Da gibt es Fristen, wann auch eine Abmahnung da sein muss. Allerdings, dieser ganze Sachverhalt mit Recherche, Anzeigen etc., das wird dauern.
Das wird wirklich, wirklich lange dauern. Ich selber hatte diesen Fall, wie gesagt, auch einmal gehabt bei zwei, das ist schon über 1,5 Jahre her, bei zwei Usern, die auch wirklich, sagen wir mal, einer öffentlichen Rufschädigung und einer Unternehmensschädigung nachgegangen sind. Dagegen habe ich mich auch gewehrt. Deswegen kann ich hier ein bisschen von Erfahrung sprechen, aber grundsätzlich, und das ist auch nochmal ganz wichtig, wer liefert, braucht sich auch nicht wundern, wenn es Leute gibt, die halt energisch dagegen vorgehen. Aber nichts rechtfertigt Beleidigungen im Netz. Das muss man auch mit dazu sagen. Gut, das war erstmal unser 11-Uhr-Video. Wir sehen uns heute aber nochmal wieder um 14 Uhr mit einem etwas leichteren Thema. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Macht es gut. Tschüss.